wenn ich in Paris bin, bin ich besessen von meiner Arbeit und habe eigentlich gar keine großen Ideen, was man hier so anfangen könnte. Während der Fashion Week hier ist auch alles so voll, dass man kaum eine Reservierung irgendwie bekommt. Denn wir sehen hier gerade, ich muss jede Saison, also alle halbe Jahre, eine neue Form finden. Weil wenn ich die nicht finden würde, hätte ich auch gar keine Lust daran zu arbeiten. Und ich glaube, mein Besucher, mein Gast, der Bill, auch der hat ja eine eigene Form gefunden und muss sie jetzt vielleicht gerade wieder demnächst ablegen und eine neue finden. Ich glaube, dass er einer natürlich der größten Designer ist aus Deutschland und natürlich einen internationalen Namen hat und jeder kennt ihn und jeder weiß irgendwie, was er macht und es ist schon so ein Phänomen auch auf jeden Fall, ne? Also, und er hat da was ganz, ganz Großes und Tolles aufgebaut. Ich glaube, mit ganz viel Ehrgeiz und Fleiß auch. Ich glaube, alle Sachen, die auch außerhalb von Deutschland dann irgendwie über die Grenzen gehen und so, das ist immer so, auch mit ganz viel Fleiß verbunden. Also das weiß ich von mir und ich denke mal, das ist bei ihm genauso. Also ich habe ihn persönlich ja noch nie getroffen und bin total gespannt, wie das heute so wird. Wir beide haben ja irgendwie eine Parallele, denn wir beide kommen ja aus einer Provinz. Und wir beide haben wahrscheinlich den Schulweg gehasst, denn Außenseiter gehen diesen Schulweg nicht gerne. Und ich bewundere, dass er in diesen jungen Jahren diesen Weg gemacht hat, denn es gibt keine Karriere ohne Schmerz. Also vielleicht ist das ja vielleicht eine sehr schicksalshafte Begegnung, auf die ich jetzt gerade warte. Bravo, bravo. Hallo. Hi. Hi. Freut mich. Dachte, na, wir beiden DDRler. Ja. Mitten in Paris. Du bist ja groß. Was denn? Eben haben sie mich gerade gefragt, ob du ein Modeln würdest. Ich gesagt, na, das hast du ja schon gemacht. Das habe ich schon gemacht, ja. Also ich kann dir jetzt nur ein Kleid anbieten. Ja, das stimmt. Nee, da verzichte ich diesmal drauf. Ja, stimmt, das habe ich schon gemacht. Ja, aber ich finde auch so irgendwie... Bei uns beiden ist es ja so ähnlich. Wir kommen ja beide aus einer Kleinstadt im ehemaligen DDR. Ja, und vor allem bei mir war es ja sogar nicht mal eine Kleinstadt, sondern es war ja sogar noch ein Dorf. Ich habe ja noch so ein bisschen außerhalb gewohnt. Also ich war nicht mal direkt in Magdeburg, sondern noch so ein bisschen davor. Ich war auch nicht direkt in Potsdam. Ich war in Bornstedt. Ja, okay. Ne? Ja. Auf dem Bauernhof. Dann ist es schon dasselbe auf jeden Fall, ja. Komm rein, das ist der Michael. Hi. Hallo. Und das ist der Frank. Hi. Hallo. Der kennt Los Angeles sehr gut. Wir gehen diesen Monat noch. Ja, hab schon gehört. Ja. Und was wird er aus dir? Mal gucken. Na, sag mal, ich finde Los Angeles ja die langweiligste Stadt der Welt. Ja, aber ich habe da halt viel gearbeitet früher. Ja. Und es ist überhaupt nicht los. Früher habe ich so, als ich das erste Mal da war, habe ich gedacht, könnt ihr mich mal in die Altstadt bringen? Weil ich hatte gerade Blade Runner gesehen. Weißt du? Und dachte, da muss ja irgendwo so Art Deco-Gebäude sein. Da saß ich im Auto und fuhr, bis ich dann an so alte Tankstellen kam, außerhalb der Stadt. Das war dann die Altstadt. Ja, ich finde, aber so zum Leben finde ich es irgendwie ganz schön. Ich meine, das Wetter ist natürlich viel besser als in, momentan bin ich ja in Hamburg. Oh. Das ist ja hochdepressiv. Ich habe mir damals Hamburg ausgesucht, weil ich dachte, so, das war für uns irgendwie ganz praktisch, weil die da so alle so ein bisschen snobbig sind. Warum machst du mir eigentlich alles nach, sag mal? Erst DDR, dann Hamburg. Dann Hamburg, ne? War bei mir genauso. 30 Jahre war ich verklappt. Komm rein. Das ist Advil. Hi. Der eigentlich Advil heißt, aber ich nenne immer Advil. Okay. Das ist die Tablette, die in Amerika gleich fressen musst, gegen die Kopfschmerzen. Und das ist Sarah. Hi. Meine Muse. Irgendwann, ich war ja in New York auch sehr lange gewesen, habe da ja auch Shows gemacht. Aber business-wise bleibst du Ausländer für die.
Weißt du, und da musst du dreifach hart kämpfen und irgendwann merkst du, ja, they take your euros, but they don't give you any respect. Ja. Du wirst es noch erleben. Die gucken dich wirklich an und auf einmal siehst du den Pupillen-Dollarzeichen. Ja, ja. Wirklich wahr. Okay. Das ist so. Komm, Sarah erklärt dir das alles mal, weil die ist immer von Anfang an dabei. Und ganz auf einmal gehe ich immer hin zu Sarah und sage, weißt du was, es geht jetzt um das Herz aus Portugal. Und ich war nämlich mit 14 ein Jahr in Portugal. Ja. Nie wieder da. Ja. Und bin heulend abgereist damals. Ich hatte mich da eingelebt. Ich wollte auch nicht zurück nach Braunschweig. Aber meine allererste Freundin, also die ist halb Portugiesin. Okay. Und ihr Bruder lebt noch da. Mhm. Den habe ich aber auch nie wieder gesehen. Und den habe ich angerufen nach 45 Jahren. Nein. Oder länger. Und habe gesagt, sag mir mal, wo kann man diese Herzen machen lassen? Die in Portugal, die haben nicht die Spitze nach links. Okay. Ja, irgendwie, zum Schluss haben wir die Herzen gemacht, aber nicht dort, sondern irgendwie in Deutschland. Aber die ganze Kollektion ist dann auf Blumen und Gärten und so. Und das heißt das Jardin Portugal, der Garten Portugal. Und deswegen habe ich diese ganzen Violetten gemacht. Und aber gleichzeitig, genau, ich meine, ohne Punk geht gar nichts. Ja. Nicht? Ja. Also egal, welche Direction du machst. Ja. Seasoning heißt Würzen auf Englisch. Ja. Das Seasoning ist Punk. Und ich habe überhaupt keinen Bock darauf, dass die Leute alle so uniform aussehen. Ja, weißt ja, du? Ja, ja. So die, die Schuhe sind auch abgefallen hier. Alles, alles wow. Zu Hause entworfen, alles wow. Eine Person entworfen, alles moi, moi, moi. Wahnsinn. Das hier ist die Zeugin. Wahnsinn. Na, alles. Von der ersten Idee. Aber ohne die Sarah würde ich auf die Dinge auch nicht kommen. Ja. Nicht? Ja, das ist ja gut. Dann, die Sarah kann manchmal so leer aussehen, ja. Wie eine weiße Leinwand. Ja. Wo nehmt ihr eure Inspiration denn? Ja, bei mir ist es immer so, wir haben ja für das letzte Album haben wir ewig gebraucht. Ne? Wir haben uns ja ewig Zeit gelassen. Und gegen all dem, was natürlich die Plattenfirmen und so gerne hätten, die natürlich am liebsten jedes Jahr Release haben. Was Neues, aber so ähnlich. Ne? Ja, und das ist ja der, ich hasse ja Plattenfirmen ohne Ende. Ich bin ja da so, das für mich ist das der absolute Horror. Und ich habe schon, als ich damals mein allererstes Meeting bei einer Plattenfirma hatte, irgendwie mit 13, glaube ich, oder so, total den Aufriss da gemacht. Und die haben mich, glaube ich, von dem Moment an irgendwie gehasst, weil sie dachten so, was will der kleine 13-Jährige denn uns hier erzählen, ne? Weil die da natürlich alle 20 Jahre im Business sind und uns das alles besser wissen. Und wir haben uns aber fürs letzte Album richtig viel Zeit genommen. Wir haben überall aufgenommen und haben irgendwie ganz, ganz viele Songs geschrieben. Und ich wollte so ein bisschen elektronischer machen. Das letzte Album war ja alles so ein bisschen mehr elektronisch und so. Und die Tour war dann auch so mit mehr Kostümen. Ich habe so 5 Kostümwechsel gemacht und so. Also ich hatte irgendwie Bock drauf. Das war alles so ein bisschen Science-Fiction inspiriert. So, ne? Also alles so ein bisschen außerirdisch. Aber wenn ich mir so viel Zeit lasse, dann würde ich gar nichts mehr machen. Ich mache das nur unter Druck. Ja, aber ich muss. Also unter Druck, ich finde das echt Horror. Also das ist ja auch immer eine Diskussion, aber das, letztendlich ist ja so, wenn du nichts abgibst, dann gibst du halt nichts ab und dann können sie auch nichts releasen. Ne? Mhm. Und ich hasse das, wenn jemand sagt, irgendwie hier ist ein Release und wir brauchen jetzt noch 5 Songs, so, ja gut, und soll ich jetzt die sind halt fertig, wenn sie fertig sind, ne? Ich finde, hier ist es heiß in der Ecke, komm ich mal raus. Ich zieh mir gleich mal eine andere Bluse an. Weißt du, Bill, ich finde, du bist in Natur noch viel hübscher. Dankeschön. Ich meine, das kann man von den meisten Screenstars ja nicht sagen. Vielen Dank. Runter von der Leinwand und oh Gott. Kriegst du. Ja, guck dir das bitte an. Ich habe schon gedacht, dass dir das gefällt. Sehr, sehr cool. Die Schuhe sind ja der Hammer.